So, liebe Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt doch die Eiskrone als Ziel zu wählen. Grund dafür ist, dass die Sturmgipfel allein schon von dieser geografischen Situation nicht mir ganz so zusagt. Das ist alles sehr, sehr hügelig und es ist halt echt ein großes Gebirge und keine Ahnung, Eiskrone, das ist halt alles eher so ein bisschen flacher. Klar gibt es ja auch Hügel und so und Berge, Gebirge, whatever, aber es ist halt insgesamt irgendwie stimmiger, finde ich. Also sagt mir einfach mehr zu. Das ist jetzt klar, das klingt natürlich vielleicht auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber irgendwo muss ich dann doch meine Entscheidung treffen und jetzt ist es doch Eiskrone geworden und nicht Sturmgipfel. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ich muss mir jetzt gerade mal kurz überlegen, wo denn hier die Startquest beginnt. Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass das hier bei der Agentum-Vorhut ist. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal dorthin begeben. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht gleich über 1000 Winter fliege, weil dann werde ich da wieder abgemountet. Das möchte ich, wenn es geht, verhindern. Wie gesagt, man kann ja über 1000 Winter nicht fliegen. Das ist ja beabsichtigt. Das heißt, wenn man dann darüber segelt, kriegt man hier ein Zeichen, dass man sich über PvP-Gebiet, so eine Warnung, dass man sich über PvP-Gebiet befindet und dass man in so und so vielen Sekunden dann tatsächlich abgemountet wird. Übrigens, so Eiskron-Zitadelle ist auch in der Hinsicht recht interessant, weil die Story auch, ich meine, ich bin jetzt nicht der Story-Player, aber die Story in Eiskrone ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, weil die habe ich mir sogar schon mal komplett angetan, denn das war damals tatsächlich so, dass mich das Ganze interessiert hat, so ganz alles so rund um die Eiskron-Zitadelle, vor allen Dingen auch, weil man hier eine Ruffraktion brauchte. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie sie hieß, aber da konnte man dann irgendwann das Schattengewölbe freischalten hier. Wenn man da jetzt hinfliegen würde, dann wird man da erstmal keine Questgeber sehen, aber mit Ruf kann man dann hier einiges freischalten. Also das war so das erste Gebiet, wo man auch so ein bisschen was mit Phasing zu tun hatte. Hier, sieht doch episch aus, Leute, hier. Sieht doch richtig episch aus. Diese riesige Festung. Wer soll sowas hier tatsächlich einnehmen? Ich meine, das ist massiver Stein. Wenn ihr das hier jetzt nicht noch mit... Das verstehe ich jetzt allerdings auch gerade nicht. Warum sind hier solche riesen Löcher drin? Das macht doch den kompletten Effekt von dieser Mauer komplett hinüber. Verstehe ich nicht. Hier sind auch keine Löcher, nur hier. Wahrscheinlich, ach so, weil sie eingebrochen sind. Ja, es ergibt aber auch keinen Sinn. Wie kann man denn bitte, wie können denn diese Mauer tatsächlich nachgeben? Das soll mir doch mal jemand erklären. Ist sowieso ein Wunder, wie dieses Ding hier physikalisch hält. Ich meine, guckt euch das mal an. Es ist einfach nur massiver Stein, der sich da in den Himmel erstreckt. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das so einfach möglich ist. Aber Eiskron-Zitadelle hier, der Eingang, einfach episch. Der hat auf jeden Fall was. Und hier oben verziehen sich so gerade so ein bisschen die Wolken und geben so einen kleinen Blick auf den Himmel frei. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob mir die Himmel in WOTLK oder in Burning Crusade besser gefallen. Mein Timelapse-Video hat ja so ein bisschen gezeigt, wie sich das Ganze so verändert. Wenn man das Ganze mal ein bisschen vorspult. Weil hier diese Himmel, die sehen natürlich auch einfach klasse aus. Gerade hier, wo... Warum habe ich das nicht in mein Timelapse-Video eingefügt? Das ist richtig nice hier. Der Sternenhimmel, der bleibt stabil, aber die Wolken ziehen so dran vorbei. Das hat auf jeden Fall einen richtig coolen Effekt. Sieht richtig schön aus. Ah, ich weiß es nicht. Also, hat auf jeden Fall beides was. Burning Crusade, aber auch, WOTLK. Sehr, sehr schöne Himmelseffekte. Ich meine, in der Classic-Welt, in der Vanilla-WoW, also in Azeroth, wenn man unter Azeroth halt auch tatsächlich nur Kalimdor und die östlichen Königreiche zählt,
da sind ja nicht so die krassen Himmelseffekte, ne? Also ich glaube, da wurde im Nachhinein noch so ein bisschen was verändert, aber ganz früher auf jeden Fall war da gar nichts. Also da war der Himmel einfach immer gleich. Er wurde dann halt mal dunkel. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt hier auch keinen Schmarrn erzählen. Auf jeden Fall sind sie nicht so eindrucksvoll wie hier. Aber wie genau das mit den Himmelseffekten damals war, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. So, hier müssen wir jetzt irgendwie rechts abbiegen. Hier schlängelt sich auch gerade so ein kleiner Pfad hoch. Dem folge ich jetzt einfach mal. Ich glaube, dann sind wir hier richtig. Ich erinnere mich an so eine Schlucht, die hier irgendwo sein müsste. Aber... ja, das ist sie. Ich glaube, das ist die Schlucht, die Bresche. Und dort hinten ist das Lager. Genau, wir sind richtig. Hier ist übrigens später eine richtig nervige Quest. Da müssen wir mit solchen Flugmounts irgendwelche, Verbündete, irgendwelche Streiter der Allianz hier retten. Richtig nervig. Da muss man wirklich dreimal diesen verdammten Flug da bestreiten. Das ist... auf jeden Fall richtig, richtig nervig. So, sag mir jetzt bitte, dass ich hier eine Quest annehmen kann. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Tyrion. Vertraut auf das Licht und alles ist möglich. Wo soll ich abgeben? Hier. Annehmen? Ja. Also, schön. Man braucht hier tatsächlich keine Prequest für, also eine Quest, die einen hier hinführt. Hätte ich mir auch vorstellen können. Weil es definitiv so ist, dass es hier auch irgendwo eine Quest gibt, die einem dann hier letztendlich eine Auftragsquest hin gibt. Also das ist dann eine Quest, die einen beauftragt, die hier doch mal vorbeizuschauen. Dann wird das Ganze hier so in Gang gebracht. Aber man kann hier auch tatsächlich so hingehen. Manuell ist auch gar kein Problem. So... ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich hier alles machen muss. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall Konkons hier freihauen. Ja. Öffnet euren und die buffen mich. Sehr schön. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Also ihr seht schon vom Level her, die sind 76. Man könnte hier tatsächlich auch schon mit 77 hin. Also es wäre eigentlich kein Problem, mit Stufe 77 hier hinzugehen und zu sagen, jetzt queste ich hier. Oh, jetzt haben wir aber Glück. Hier können nämlich auch diese Spinnen rauskommen. Wow. Bis jetzt eine hundertprozentige Chance, dass aus den Kokons Kreuzfahrer kommen. Also da kann ich euch jetzt mal ganz klar sagen, das ist eigentlich... wow. 400%. 400%. 100% Drop-Chance. Drop-Chance. Bis jetzt. Normal ist das nicht, Leute. Normal ist das ganz sicher nicht. Ich musste damals gefühlte 1000 von diesen Dingern da öffnen, bevor ich dann diese 5 verdammten Kreuzfahrer hatte. Ich wette, jetzt brauchen wir irgendwie 20 Versuche, bis wir den letzten Kokon hier erfolgreich geöffnet haben und da auch tatsächlich noch einen Kreuzfahrer rausretten konnten. Übrigens gefällt mir diese Gegend hier wirklich sehr, sehr gut. Also es ist sehr schön, dass ihr alle die Geduld dazu habt, dass wir tatsächlich jetzt noch hier so ein Questgebiet durchnehmen, obwohl wir eigentlich schon Stufe 80 sind und dann und nach Kataklysm gehen könnten. Aber wie gesagt, es ist ja kein Let's Play, um möglichst schnell Stufe 100 zu werden, sondern wirklich auch ein bisschen hier, um was von den Quests zu genießen. Und noch ist es ja nicht so, dass ich dieses Viecher one-hitte. Es gibt ja sogar noch gute EP hier, also... mir macht das auf jeden Fall Spaß und wenn ihr damit auch was anfangen könnt, dann sind ja alle Parteien glücklich. So. Kokons haben wir lang. Ach, da ist noch einer. So. Tatsächlich. 5 von 5. Das war früher nicht so, Leute. Das war früher ganz klar nicht so. Aber was beschwere ich mich? Kann ich noch nicht sehen. Das macht die Quest einfach. Und vor allen Dingen nicht so nervig. Die war nämlich früher nervig. Und hier kriege ich jetzt auch noch richtig schön viel Leder. Leute, Leute, vielleicht werden wir hier noch sogar noch ein bisschen reich. Also hier kannst du richtig gut deine Kuschnerei hochskillen. Ich weiß gerade gar nicht genau. 413 sind wir mittlerweile. Wenn alle hier geküschnert.
Das Ding ist, ich bekomme da jetzt ja mittlerweile auch richtiges Leder raus, ne? Boreanisches Leder. Haben wir schon 200 Stück? Wann haben wir denn so viel bekommen? Holy moly. Ja, die haben das auf 100% angehoben hier. Leute, das ist kein Glück mehr, das ist, sondern auf 100%. In jedem Kokon ist 100% so ein Kreuzfahrer. Früher war das nicht so. Früher war es tatsächlich so, dass irgendwie nur in jedem 5. oder 6. wirklich so ein Kreuzfahrer drin war. Was diese Quest sehr, sehr nervig gemacht hat. Weil du einfach die ganze Zeit nur diese verdammten Kokons erledigen musstest. Ich muss hier unbedingt mal verkaufen. Das mache ich gleich in der Basis, wenn ich hier mit den Quests fertig bin. Junge, da hat sich ja wieder einiges angehäuft. Ich habe übrigens jetzt letztens mal wieder von der Iron Man Challenge gehört in World of Warcraft. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das von euch das ein Begriff sein sollte. Das ist eine spezielle Level-Herausforderung in World of Warcraft. Also Voraussetzungen sind unter anderem, dass man keine Talente benutzen darf. Also man darf nicht skillen. Alles muss so bleiben, wie es ist. Man darf keine Potions benutzen, man darf keine Buffs benutzen, also Buffs, Self-Buff schon, aber keine Tränke oder Flasks oder Pots oder whatever. Man darf nur graue Gegenstände anlegen. Ich glaube, man darf sich keine grauen Gegenstände aus dem AH kaufen, sondern man darf sich wirklich nur graue Gegenstände anlegen, die man auch bekommen hat. Aus, ja, von Quests oder von Drops, wie auch immer. Und man darf keine Berufe haben. Einzige Ausnahme ist Erste Hilfe. Und das ist so eine Challenge, die ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Und vielleicht mache ich das irgendwann mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich dazu die Muse hätte, aber... Und natürlich die Voraussetzung Nummer 1, die ich ganz vergessen habe, du darfst nicht sterben. Wenn du stirbst, ist das Ganze vorbei. Dann ist die Ironman-Challenge zu Ende. Das heißt, du hast den Ultra-Hard-Mode, weil du einfach keine Talente benutzen darfst. Du darfst keine besseren Gegenstände als grau anlegen. Du darfst dich nicht irgendwie künstlich pushen durch Tränke, Ports, Flasks, was auch immer. Das darfst du alles nicht. Und du darfst nicht sterben. Das ist halt einfach mega. Und dazu kommen dann noch ein ganzer anderer Haufen an Voraussetzungen, die ich gerade nicht im Kopf habe. Wahrscheinlich ist es sowieso Schmarrn. Ich meine, wer zieht denn das durch? Also nur die übelsten Freaks. Und ja, ich denke nicht, dass ich die Muße dazu habe. Aber der Gedanke interessiert mich. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal an, aber daraus auch ein Let's Play zu machen, ich weiß ja nicht. Obwohl es mit Sicherheit auch interessant wäre. Ne? Also ganz zu schweigen, dass ich dann dadurch natürlich auch den Beweis hätte, dass ich mich dran gehalten habe. Ganz zu schweigen, dass man ja seitdem es die Statistiken gibt, sowieso nachvollziehen kann, wie oft jetzt jemand gestorben ist. Also das geht ja alles. Und wie oft man, ob man Talente verlernt hat und so. Also da hat man dann natürlich doch schon die Kontrolle darüber, selbst wenn man nicht aufnimmt. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Zauberstab. Der besser ist als meiner. Leute. Ich glaub's ja nicht. Dass ich das noch erleben darf. Wir wechseln unsere Waffe aus. Wir wechseln unsere Waffe aus. Grün gegen episch. Junge, Junge, Junge. Ist ja unheimlich. Einmal Quest beenden. Einmal Quest beenden. Ja, gib mir die Heiltränke. So. Gibt's auch nochmal eine Folgequest. Gut, ich werde jetzt einmal kurz verkaufen, denn da hat sich so einiges angehäuft. So, das kühle Fleisch, das kann ich ja eigentlich mal aufbewahren. Vielleicht werden wir das ja los. Eisige Drachenschuppe. Ich glaube nicht, dass wir das loswerden können, aber ich kann es ja erstmal aufbewahren. So, der ganze Klapp kann weg. Ja, da habe ich keine Nerven zu, das in echtes koreanisches Leder umzuwandeln. Das kommt alles weg. Heiltränke brauche ich auch nicht. Hier haben wir nochmal weiteres boreanisches Leder. Da sind wir gerade schon beim zweiten Stack. Füllen. Die Rudier-Fragmente hier möchte ich auch erstmal behalten. Wer weiß, ob ich die nicht noch gebrauchen kann. Ich
weiß nämlich auch nicht genau, ob die was wert sind, aber ich denke fast auch nein. So arktischer Pelz ist eigentlich auch gar nichts wert, haben wir ja letztens schon mal im AHA gesehen. Das ist einfach, der Preis ist einfach komplett im Keller. Da kriegt man wirklich nichts von. Nichts für, zu wegwerfen oder einfach nur beim Händler verkaufen, ich weiß ja nicht. Vielleicht tue ich sie einfach auf die Bank. Einfach, weil ich es kann. So, packen wir das mal alles hier an die Seite. Es ist jetzt nicht Bombe sortiert hier, aber es ist immerhin jetzt schöner und übersichtlicher. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder eingenommen in dieser Sitzung 243 Gold. Wow. Tja, Leute. Wer zahlt noch für World of Warcraft? Wer zahlt da tatsächlich noch seine Abogebühren mit Echtgeld? Das ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Obwohl ich gestern geguckt habe und die Gebühren für einen Monat Playtime waren tatsächlich bei 40.000 Gold. Unglaublich. Wahnsinnige Menge. Das war lange nicht mehr. So, jetzt müssen wir die Kreuzfahrer hier retten. Da müssen wir mit dem hier sprechen, ne? Nee. Ach hier. Hier können wir auf die Viecher aufmounten. Das mache ich jetzt aber nicht in diesem Part, sondern im nächsten Part. Und dann werden wir mal ein paar von den Crusadern retten. Das ist halt, wie gesagt, diese dämliche Quest, die ich zu Anfang des Parts erwähnt habe, die war echt retarded damals. Und ich fürchte, das ist immer noch. Egal, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Macht's gut, ciao.